So, Servus, liebe Zigarren-Aficionados. Ich habe hier ein schönes Überraschungspaket wieder am Start. Also, ich weiß, wer mir das geschickt hat. Und hier sind Vorserien-Zigarren am Start, die so noch nicht freigegeben sind für den Markt oder auch für den deutschen Markt. Und deswegen machen wir mal hier so ein Unboxing sozusagen mit der Nagelschere. Ich finde mein Teppichmesser oder mein Kartonagemesser nicht mehr. Mal so geschwind. Aber jetzt erstmal vorsichtig, nicht dass ihr da irgendwie schon, ne, soll ja erstmal nicht veröffentlicht werden. Aha, okay. Also ein Unboxing in dem Sinne ist nicht so gut, weil natürlich die Marke an sich schon draufsteht. Auf den Packs zumindest. Deswegen muss ich das leider ein bisschen versteckt machen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so böse. Jetzt mal schauen, ob ich das dann überhaupt, weil ich hatte von dem Importeur schon mal solche Vorserien-Zigarren und da waren halt eben per Hand nur solche Nummern drauf geschrieben. Und die haben jetzt aber einen schon Bauchbinden irgendwie mit dabei, wo man was erkennen könnte. Das sind aber wahrscheinlich neue Marken auch erstmal, so wie es aussieht. Also ich habe es anders jetzt mir vorgestellt. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich es mache. Tut mir leid, das habe ich jetzt so. Das sind halt. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja. Ein bisschen wie Weihnachten hier. Okay, ich fange. Dieser hier an. Das ist anscheinend nur eine Marke, die neue Marke, die er hier reinbringen möchte. Also das sind, so wie ich sehe, doch schon fertige Zigarren und er möchte einfach nur gucken, was ich von denen halte, ob das sich lohnt. Deswegen fange ich mal mit dieser hier an. Das scheint eine einzige Marke, also eine einzelne Zigarre zu sein von dieser Marke. Ich mache die Bauchbinde mal weg. Handgemacht. Okay. So. Schon mal schöner Glanz. Jetzt nicht unbedingt Connecticut Shade. Ich würde es einfach sagen, dass es ein ecuadorianisches oder Domrep Deckblatt ist. Einfach so vom Braunton her. Nicht zu hell, also nicht shade-mäßig. Nicaragua ist vielleicht auch ein bisschen zu beige, ein bisschen zu strohig von der Farbe her. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Und ja, schöner Glanz. Und hier vorne auch mit diesem Überschusszipfelchen hier. Ja, also das Deckblatt halt im Prinzip länger ist und dann nach vorne noch so ein bisschen zugedrückt, zugedreht wird und so weiter. Aber es sieht schon mal sehr gut aus. Optik, Haptik muss ich sagen, nicht schlecht. Und deswegen mache ich auch das Video, dass ich mich dann selber nochmal erinnern kann. Und ja, also es sind neue Marken, die es in Deutschland noch nicht so gibt. So, jetzt haben wir es. Und die möchte er nach Deutschland holen, der Importeur. Vom Kaltgeruch her. Also ich weiß kein Blend, kein nichts. Ja, ich werde jetzt auch nicht nach der Marke googeln oder so. Das muss ich ein bisschen näher an die Nase, weil es natürlich vorne zugezwirbelt ist. Du hast so ein bisschen Pfeffer, was ich jetzt schon merke. Also eventuell ist da schon auch Nicaragua-Tabak mit dabei. Das merke ich sofort. Schöner schwarzer Pfeffer. Also ein bisschen kräftiger. Und so ein bisschen Stroh. Und das war es aber eigentlich erstmal. Aber sieht echt schön aus. Also, ja. Schönes Deckblatt. Sieht ordentlich gemacht aus. Nicht schlecht.
und so ein bisschen Pep von der Würze her. Dann cutten wir sie mal an. Kaltzug ist halt schwierig, weil sie vorne zu ist, aber ich muss sagen, sehr, sehr, sehr grasig. Halt nicht so bitter, aber dennoch so vom Geschmack her sehr grasig, was Grünes. Erinnert mich sofort irgendwie an Inka Peru, weil sie halt auch relativ ledern und trocken schon daherkommt. Vom Kaltzug her. Also, das ist jetzt nur so ein Gedanke, ne? Erinnert mich so dieses grasige, so Peru-Honduras. Und halt das Gras, das Florale ist auf jeden Fall im Vordergrund. Aber ich muss sagen, so ein bisschen Creme entwickelt sich jetzt dann dennoch. Jetzt bin ich echt sehr gespannt. Von der Farbe her, ja, würde ich jetzt eventuell, ja, auch für einen Ecuador ist es vielleicht Touch zu hell für so einen Standard-Ecuador. Die Würze verwirrt mich halt so ein bisschen. Ist es doch eventuell so ein Standard, also Standard Nicaragua-Deckblatt? Weil es halt schon recht ledern, floral und halt eben recht würzig ist. Aber wir zünden es jetzt einfach mal an. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Die Bauchbinde sah eher so, ja, war mir zu glänzend und jetzt nicht so besonders von der Farbkombination her. War das jetzt nicht, wo ich sage, das geht jetzt Richtung Fuente oder irgendwie sowas ganz, 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 ganz Premium-mäßiges in der 30, 40 € Region, sondern eher also vom Druck her, von der Bauchbinde her, würde ich jetzt sagen, ja, eher so normal. Normal. Was ist aber heute schon normal, ne? Guter Gegenzug. Sieht auch von den Innereien her fast gleichmäßig aus. Bloß hier hast du so einen kleinen schwarzen Anteil, also ein bisschen dunkleren Tabak, wenn ich mich da nicht richtig täusche. Aber das Floral-Grasige ist schon im Vordergrund. Leider Abbrand hier vom Deckblatt nicht so grandios. Jetzt vom Format her würde ich jetzt so ungefähr ja, so ein 54er Ringmaß schätzen und so 13,97 cm, also fast 14 cm, also ein nettes Format an sich. Aber jetzt, dass hier dieses Deckblatt hier direkt hier so wegdengelt, das gefällt mir nicht so. Mir fehlt auch, jetzt wenn es jetzt ein normales Ecuador-Deckblatt ist oder wäre, dieses doch eindeutig nussige, leicht süßliche. Wobei ich sagen muss, hundertprozentig trocken ist jetzt in dem Sinne nicht. Also so ein Hauch Butterigkeit auf den Lippen schon auch vorhanden. Aber ich muss sagen, dieses leicht grasig bittere kommt jetzt doch, also eine leichte Bitterkeit hinzu und ja, so dieses pfeffrige ist schwierig. Aber es ist im Prinzip ein Blind-Tasting draus geworden. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Also war ja schon klar, dass ich nicht weiß, was das für Tabak sind hier. Das Grasige ist momentan noch im Vordergrund. Ich weiß nicht, ob ich so einen Toastigen-Touch auch noch mit reinkriege. Ein bisschen möchte was so durchkommen Richtung Toast, aber auch nicht so wirklich. Ich hoffe mal, dass der Abbrand sich jetzt dann nochmal so ein bisschen fängt. Dennoch fein, also schmeckt. Ist keine schlechte Zigarre. Ja, es geht halt eher so in dieses helledrige.
Und auch dieses leichte helle Holz. Und jetzt muss ich schon sagen, so ein Hauch Süße kommt zum Glück so ein bisschen hinzu, so ein bisschen schwarzer Pfeffer. Aber das Gras ist halt auf jeden Fall das dominanteste Aroma hier bei der Zigarre. Ja, das ist mein erster Eindruck. Ich melde mich, wenn es ein Update gibt. So, guter Abbrand ist jetzt ja angekommen, so gutes Rauchvolumen. Ich mache mir jetzt dann doch Notizen hier. Schöner Glanz, Optik, Haptik auf jeden Fall check. Bauchbinde eher so neutral. Gras so 7 von 10. Leder 6 von 10, Würze 3,5 von 10, Süße so eine ganze Zente 2 von 10, Holz 4 von 10, das muss ich nachher noch so ein bisschen herauskristallisieren, das ist eher so ein helleres Holz, aber so ein bisschen lässt auf sich warten, um das genauer zu beschreiben, eine Creme, so ein bisschen, so 2,5 von 10, jetzt ist es wieder eher ledriger, aber die ersten 7, 8 Minuten war es immer so ein Spiel, so zwischen Leder und so ein Hauch Creme, Leder, Hauch Butter auf den Lippen und so weiter. Mein erster Gedanke wegen dem doch dominanten, also das ist das dominanteste Aroma, das grasige, so Peru, Costa Rica vielleicht, Honduras. Aber wegen dieser Würze, die jetzt aber dennoch relativ schnell abgeklungen ist, habe ich auch schon ein bisschen was an Nicaragua gedacht, so in Richtung Nicaragua. Das Holzige weiß ich noch nicht so genau, ob das jetzt so ein bisschen Domrep oder halt eventuell sogar Indonesien ist. Weil Indonesien hat schon so eine gewisse Schwere an Holz und so. Ist nicht so das feinste holzige Aroma und hier ist es noch so ein bisschen so dazwischen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ansonsten, eine Toastigkeit fehlt mir noch so ein bisschen, aber ich denke jetzt momentan eher so, das ist tatsächlich so ein Mischmasch eventuell aus Costa Rica, Honduras, Domret, Nicaragua, weil du halt schon dennoch so eine schöne Würze hast. Aber ja, von der Helligkeit her weiß ich jetzt nicht. Ich persönlich weiß nicht, ob es am Licht liegt. Ja, wobei. Könnte Ecuador sein, aber ja, wir haben so eine Natursüße, die ich erwähnt habe. Aber das Nussige muss dann sich so ein bisschen noch zeigen. Oder halt so ein Standard Nicaragua, weil ich halt eben schon so eine Floralität, Ledrigkeit und ja, schon so eine dezente Würze auch mit dabei habe. Nicht so fest gerollt, Bauchbinde auch eher so mittelmäßig. Ist okay, nichts Schlimmes, aber gutes Rauchvolumen, ja, flockige Asche hier. Also es ist gut, schmeckt auf jeden Fall. Ja, das sehe ich jetzt aber nicht über 11, 12 Euro, muss ich jetzt schon vorgreifen. Aber die Preisdiskussion kommt am Schluss nochmal. Vielleicht kommen da noch richtig krasse Geschichten hier und Momente. Aber klar, schönes Format, schönes Deckblatt. Ich würde sogar sagen, zwischen 5, 6 und 9 Euro eventuell. Wie gesagt, nicht so festgerollt, relativ schneller Abbrand, aber dennoch gut gemacht. Also es schmeckt definitiv. Die schöne Feinheit ist schon auch mit dabei, weil das indonesische Holzige ist meiner Meinung nach so ein bisschen nicht kratzig, aber so, ne, da räuspert man gerne mal. Und hier ist es schon feiner. Und auch das Peru, weiß ich nicht, ist auch eher feiner. Hatte ich jetzt noch erst so ein paar, die Peru-Tabake mit dabei haben. Deswegen, ich denke, das ist schon so Domrep, Nicaragua, vielleicht Indonesien, vielleicht auch Ecuador, irgendwie sowas. Ja. Aber. Bis gleich. Deckblatt, also von der Farbe her wirklich schön und ich gehe einfach mal bei solchen Mustern bzw. Blind Tastings, so ist es ja im Prinzip, gehe ich halt mal davon aus, dass die Tabake einfach normal sind, also keine besonderen Hybride, tolle Samen und was weiß ich, wie krass fermentiert. Da gehe ich erstmal grundsätzlich von normalen Tabaken aus. Deswegen, ich habe eine Natursüße, deswegen könnte das tatsächlich ein Ecuador-Deckblatt sein. Von der Farbe her würde es auch einigermaßen hinhauen, schöner Glanz. Schöne Feinheit, aber weil ich am Anfang dieses Pfeffrige hatte, könnte man auch sagen, das ist halt eben ja auch ein etwas milderer Nicaragua-Tabak. Jalapa nicht unbedingt, Esteli wahrscheinlich auch nicht so einfach so normaler Nicaragua-Tabak, aber die Würze ist jetzt schon relativ wenig. Ja, aber das Ledrige, das Florale, Grasige und so weiter, das eher florale Ambiente spricht für Nicaragua. Ob wir hier eine Nicaragua pur sogar haben, ich weiß es nicht. Kleine dezente Natursüße, bisschen Würze, Hauch Creme am Anfang gehabt, Abbrand gut, Rauchvolumen gut. Schwierig, schwierig. Ich glaube aber, dass da irgendwie noch was Besonderes mit dabei ist, weil das Holz so ein bisschen anders war und das Gras auch so ein bisschen intensiver. Aber ich glaube nicht, dass da Honduras dabei ist oder auch nicht Peru, wie ich es am Anfang vermutet habe. Ja, ich denke, das ist so Nicaragua, Indonesien, Ecuador. Vielleicht Domrep oder da oder vielleicht auch noch was aus Costa Rica, weil so ein Hauch Toast hatte ich, aber nur so ein bisschen. Deswegen, wir sind jetzt bei der Hälfte.
Wir sind jetzt ungefähr bei 30 Minuten, ja. Also brennt relativ schnell ab, also relativ in Anführungszeichen. Eine Stunde kriegt man die auf jeden Fall auch hin. Und ja, mal schauen. So, einmal muss ich kurz nachzünden oder zweimal kurz. Jetzt sind wir bei 70 Minuten ungefähr, gute 70 Minuten. Also du bekommst ein schönes Format, auch ja, schönes Rauchvolumen, schöne Rauchdauer, aber relativ geradlinig. Am Schluss halt erdig, grasig. Und dazwischen halt eben leichte Süße, schöne Würze, ein Hauch Toast, bisschen Nuss, aber das war es auch schon. Recht floral und ledrig. Aber ja, schönes Deckblatt. Funktioniert so, wie es ist. Ich sage jetzt mal wegen Format. Ja, relativ geradlinig. Ja, so um die 9 Euro rum würde ich es jetzt ungefähr ansiedeln. Ja. Nicht schlecht, schön fein, schmeckt. Würde ich auch wieder rauchen, aber ich würde ihr so jetzt unabhängig vom Preis von den 3,5 von 5 geben. Also überdurchschnittlich, also schönes Deckblatt, alles, Gesamtpaket gut, geschmacklich halt eher so für mich zu geradlinig. Aber dennoch sehr ordentliche Zigarre. Ja. Dankeschön fürs Zusehen.